Ja, da bin ich dabei, ne? Da bin ich dabei. Apropos dabei, dabei könnte ich eigentlich mal was probieren. Mal schauen, ob Opa da ist. Das ist also... Ach so, der sagt was. Ja, mal. Das ist also dein Haus. Ein prächtiges Zuhause hast du. Und wo ist mein Zimmer? Ja. Ist ja gut. Hier hast du deinen Krempel da. Aha, das ist dein Zimmer, ja? Aber jetzt also auch mein Zimmer. Naja, klar. Was habe ich denn noch erwartet? Den Kisten kann ich wahrscheinlich nichts machen, aber ich habe auch nicht erwartet. Hey, bist du nicht müde? Willst du dich ein bisschen ausruhen? Ja. Wollte ich das oder wollte ich nicht? Ich spule mal kurz vor. Ah, hier finden sich ja meine Herzen auf wahrscheinlich, nehme ich mal an. Okay, das war gut. Also dann wollen wir mal wieder Loni. Genau das wollen. Ah, Moment mal, warte. Ah, ich hab gerade eine Riesenerkenntnis. Pass auf. Erstmal speichere ich. Und zweitens. Das, was wir im Dungeon bekommen haben, war ein Herzcontainer. Also war kein Herzteil, sondern ein Herzcontainer. Deswegen haben wir jetzt nicht 4 und ein Herzteil, sondern 5 und 0 Herzteile. Ihr kennt euch aus. 20. Ja, wir beklauen erstmal Onkel Albrecht. Alles normal. So, was geht, Opa? Oh, Loni, strengst du dich an? Ruhig dich im ersten Stock aus. Ich schwerte Geschwerter für die Soldaten, die gegen die Monster kämpfen. Ich würde dir ja gerne helfen, aber du musst Prinzessin Zelda allein retten. Anstatt dass du mir einfach ein heftiges Schwert machst oder so. Doppelklinge mit eingebautem Teekessel. Weiß ich nicht. Irgendwas auf jeden Fall. So, das sieht aus, als könnte hier irgendwas... Eine Spinne. Genau. Ich wollte natürlich diese Spinne. Naja, eigentlich nicht, aber egal. Hier unten waren wir nicht. Ich glaube, hier müssen wir auch als nächstes lang. Nächster Dungeon und so Zeug. Kenn ich aus. Ihr könnt euch halt. Was ist denn hier? Also jemand hat irgendwas. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Also wenn ich das hier sehe, ich verstehe, was hiermit gemeint ist. Ich muss irgendwie, daraus ein Ding ins Basteln. Moment, Select. Der Gongolberg ist ein steiler, felsiger Berg im Westen von Hyrule. Wir sollten uns gut vorbereiten, damit wir nicht in Bergnot geraten. Das ist schön, aber ich will wissen, was ist das? Glücksbeutel, Muscheln, Schwert, Minisch, Herzteile. Wir rüsten damit die Bomben aus, aber ich habe schon eine andere Idee. Ich glaube nicht, dass wir es wirklich sprengen können. Nee. Okay, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir ein Glücksfragment brauchen dafür. Könnte ich mir auch vorstellen. So, was ich mir auch vorstellen könnte, ist leider nicht, wie ich nach Westen komme. Wie komme ich nach Westen? Nach Westen, Westen, Westen. Stadt und dann links, okay. Stadt und dann links. Stadt und dann links, links. Links, 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 links. Was denn hier? Etwas zum Zerbomben. Das macht Spaß. Das macht nass. Das machen wir mal. Hier ist nichts versteckt. Dann ab in die Höhle. Oh, hallo. Du hast deine Fee gefunden. Sie gibt dir neue Energie. Wenn ich jetzt eine Flasche hätte, könnte ich die Feen, aber habe ich leider nicht. Nehme ich mal an, ich nehme schon, dass es hier Flaschen gibt. Das hat mir leider gar nichts gebracht. Naja, egal. Die Bombe war es wert. Und nachdem hier nichts ist, außer eine Zaubermuschel. Weiter geht's. Weiter. Ich könnte mal wieder mein Schild ausrüsten. Einfach aus Prinzip. Und weil diese Typen mir auf die Eier gehen. Mal klipp und klar formuliere ich, ne? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was versteckt sich hier? Vielleicht kommt hier später noch irgendwas hin. Glücksfragmente können ja scheinbar einiges Tolles. Halt, Moment, ich weiß es. Ich glaube, das könnte... Warte mal. Wenn das funktioniert, das wäre ja Hammer. Es funktioniert nicht, ja klar. Gut, hier kann ich auch nicht lang. Super.
Na, noch eine Möglichkeit. Also muss ich doch in die Stadt und hoch. Naja, von mir aus. Na, von mir aus. Wenn es denn sein muss, mache ich das halt. Ich sehe, in der Stadt hat mich sowieso noch nicht umgeguckt, fällt mir gerade auf. Kann ich auch noch machen. Link, geh da bitte vorbei. Das sieht nach einem Spiel aus, was ich nicht machen möchte. Oh, die Hühner sind weg. Hilfst du mir, sie wieder einzufangen? Ja, klar doch, nein. Okay, safe state, hallo? Gut, dann fang zwei Hühner in 25 Sekunden ein, okay. Du brauchst nicht in Häusern oder außerhalb der Stadt zu suchen. Achso, ich muss die suchen, ja klar. Wie auch immer ich auf dieses Dach kommen soll, erklär mir das mal. Hallo Huhn? Die goldene Henne, ja logisch. Schnell, 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 schnell. 4, 3, nein! Willst du mich verarschen? Die Zeit ist abgelaufen, aus und vorbei. Habe ich es geschafft? Ja, eigentlich schon, ne? Danke, hier zum Dank. 10 mysteriöse Muscheln. Oh, 20 Rubine. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man Gutes getan hat. Ja, ja, es ist, weil ich habe was Gutes getan, Junge, ne? So, die Hühner sind weg. Wahrscheinlich Level 2 jetzt. 3 Hühner in 25 Sekunden. Ja, okay. Der Stadt zu suchen, speichern, Feuer. Alter. Nein, 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 nein. Bleib doch hier, du blöde... Viech, ey. Wow, war das knapp. Leck mich am Arsch. Wow. So, 10 Muscheln. Und 70 Rubine. Leck mich am Arsch. So. Meine Hoffnung ist natürlich, wie so oft bei solchen Minigames, hier, Dingens, ich kenne euch aus, bla bla bla. Herzteil, genau. Dann fang 400, genau, na klar. Und Feuer. Das war eigentlich schon wieder scheiße, machen wir nochmal. Ich glaube, hier, der muss sitzen. Alter, komm, bist du... Mann! Fick dich, Huhn! Och, willst du mich verarschen, du blödes... Ja, gut, es wird nichts. Neustart. Also. 2. Macht nix, das passt schon, das passt schon so. Der hat gesessen, okay. These were Quattro Hühners. This looks good, this looks good. 20 Muscheln und... Fuck! Ist scheiße, weil ich kann nicht mehr als 100 Rubine nehmen, das war dämlich, okay. Merken wir uns, hier können wir später noch was machen. Bevor ich jetzt hier groß Geld am Abkacken bin. Also Geld bekommen, was ich ja eigentlich nicht bekomme, weil mein Beutel voll ist. Oh, mein Beutel ist voll. Wow, wow, ja. Lass ich lieber erstmal. Das Schwertkampf in dir war toll. Ich habe aus Aufregung laut gejubelt. Ja, Hammer. Hammer, Hammer. Ich möchte spielen, aber der Laden ist noch zu. Ich bin so früh dran. Sad Story, Bro. Rap braucht dich so sehr wie die vorigen Kinder deine Audi. Oh. Was ist das denn? Hallöchen. Mein Name ist Loni. Was geht bei dir? Schönes, frisches Obst. Ja, brauche ich nicht. Schönes, frisches Gemüse. Super, danke. Von Karo und Toffel mit Sorgfalt gezüchtet. Ha, Kartoffel, das war ein Wortwitz. Lol. Ich meine ganz ehrlich... Kartoffel! Genau das habe ich erwartet. Ich muss noch Glücksbrot beim Bäcker holen. Nein, das ist nicht so leise.
du? Ich will Minish sehen. Ja, ich auch. Angeblich sollen nur Kinder die Minish sehen können. Ja. Ihr kleinen Schlawiner. Da komme ich nicht rüber. Also sieht aus, als hätten wir noch jede Menge an Quests auf mir. Macht aber nichts. Wir haben ja genug Zeit mitgebracht, ne? Ich schaue auf die Uhr. Willkommen in Folge 7 oder 8 oder was auch immer. Ich könnte jetzt aufhören, ich könnte es aber einfach sein lassen und weiterspielen. Kriege ich etwas Post? Und zack, ein Brief hin, ein Brief her. Also, keine Post, okay? Draußen ist es gefährlich, auch wenn du ein Schwert und ein Schild hast. Ich kann doch nicht ein Kind, das nicht fechten kann, rauslassen. Ja, Junge, ne? Ich sag mal so, das glaubst auch nur du. Ich muss also fechten lernen, oder was? Was ist das denn? So, was hier? Ich komme aus einem fernen Land. Das sieht man auch an meiner Kleidung. Ja, das sehe ich. Du denkst, du warst zum Fick. Okay. Da hinten ist ein Minish-Eingang. Den können wir später benutzen, wahrscheinlich. Mau, ich mach dich kaputt. Ich kann hier also nicht runter. So, habe ich irgendwas gefunden? Natürlich nicht. Ich könnte den Hund wegsprengen. Wäre, glaube ich, nicht so förderlich. Die Schwertkampfschule von Meister Magnus ist im Süden der Stadt, ist toll. Er bringt dir persönlich seine Schwerttechniken bei. Vielleicht sollte ich auch dorthin. Okay, heißt, wir müssen dahin, weil wir müssen ja fechten können. Was zum Fick? Fechten, wer macht denn sowas? Hashtag Oldschool oder was, aber gut. So, dann schauen wir mal hier rein. Das sind Schuhe, das ist schön. Das brauche ich zwar nicht, aber es sind Schuhe und es ist schön. Boah, guten Tag, willkommen in Schubs Schule. Was war das für ein Geräusch? In letzter Zeit werden Schuhe wie von selbst fertig, während ich schlafe. Ich bin schon ein Naturtalent, wenn ich sogar im Schlaf Schuhe machen kann. Ich habe so das Gefühl, das war's nicht, du? Aber darum geht's nicht. Aha. Kann ich beim Baum vielleicht auch direkt? Das wäre ja... ich weiß es nicht. Warum hat die Vase eigentlich einen Ausgang? Was ist das denn? Wer hätte gedacht, dass selbst Werkzeuge Portale sein können? Die Minish sehen klein aus, aber sie haben viel Fantasie. Mit PH. Rechtschreibreform. So. Hier kann ich also nicht lang. Super, danke. Hier rein vielleicht? Nee. Kann ich da raus? Auch nicht. Ich kann also gar nichts machen, was? Okay, warte, was? Ich habe ja nichts, was mir irgendwie helfen könnte da jetzt. Nee. Keine Ahnung. Also wir wissen auf jeden Fall, hier gibt's was. Den Rest überlassen wir mal unserer Fantasie oder dem Zufall oder der Zukunft. Wie wär's denn damit? So, willst du bitte? Danke. Da muss der Baum auch irgendwas. Das gibt's ja nicht. Vielleicht muss ich auf den Baum drauf springen. Vielleicht brauche ich dann irgendwas, wo ich springen kann. Ach so, ich fürchte, hier ist noch geschlossen. Da kann man nichts machen. Versuchen wir es später noch einmal. Versuchen Sie es später noch einmal. Ich bin der flinke Briefträger und eile für dich durch die Stadt. Ja, das ist Töfte, ne? Töfte. Ja, die Tür ist verschlossen. Ja, mach Feuer, ey. Sorry, wenn ich jetzt ein paar Mal vorspule, aber man muss es ja nicht übertreiben mit dem Warten. Warten ist schön und gut, aber muss nicht übertreiben. Oh, hallo. Bring her, was du kaufen willst. Kaufe, sonst bereust du es später. Hier kann ich auf jeden Fall Minish und klein und groß und alles. So, was ist das denn? Ein Schild, das macht 40 Rubine, extrem günstig. Ja gut, ne, ja, ich meine. Du hast doch ein gutes Schild, zweite. Ach so, ja. Ich wusste nicht, ob das eine Verbesserung ist oder nicht, deswegen. Was ist das denn? Eine Geldbörse macht 80 Rubine, da passen viele Rubine rein. Praktisch, kaufst du das? Jawoll! So lässt sich arbeiten. Die Frage ist nur, wie viel mehr Rubine? Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Einkauf, ich erwarte dich.
Was ich erwarte ist, dass ich Bomben... Naja gut, die werden wahrscheinlich zu teuer sein. Na wohl. Hab ich doch, willst du mich verarschen? Zehn Bomben, das macht... Ach, scheiße, 30. Na gut, dann halt nicht. Kann ich? Es wäre zu einfach gewesen, jetzt einfach zu beklauen oder so. Aber wollen wir nicht. Wir sind ja ehrliche Rot heute. Also, Hühnerspiel.